Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zu Ride 2. Heute geht es auf die Nordschleife und zwar mit einer Runde zunächst. Wir werden uns erstmal ein etwas langsameres Motorrad schnappen. Mit unserem fahren wir erstmal nicht, denn dann kommen sicher wieder Gegner, die über 100 Punkte mehr haben als wir. Deswegen nehmen wir uns mal die Kawasaki Ninja H2R mit 830 Punkten. Wir kriegen keine Belohnung, wir kriegen weder Credits noch sonst was. Na gut. Dann kriegen wir das halt von mir aus in der heutigen Folge nicht. Ich möchte die Nordschleife sehen. Das ist mir wichtig. Und wir werden heute nicht nur mit der Kawasaki fahren, sondern auch mit einem Rennbike. Mal schauen, vielleicht gibt es auch eines von Kawasaki. Da habe ich nicht mal aufgepasst. Aber auf jeden Fall haben wir hier dieses schöne Schmuckstück. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus und ist sogar noch schneller als die Yamaha R1. Ziemlich, ziemlich krass. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell wir eine Runde auf der Nordschleife abschließen können. Das geht ja mit dem Auto auch nicht unbedingt so schnell. 8-9 Minuten dürfte das dauern. Die Nordschleife an sich, nicht unbedingt meine persönliche Lieblingsstrecke. Ich weiß, viele Leute werden mich jetzt dafür hassen. Aber es ist nun mal so. Ich finde, da gibt es ein paar Strecken, die mir persönlich mehr Spaß machen. So, und hier kann man ebenfalls, wie bei der R1, nur Federhärte und die Endübersetzung einstellen. So, dann würde ich sagen, geht's ab ins Rennen. 21 Kilometer, let's go. So, ganz kurz geräuspert. Und los geht's. Okay, da beim Start gehen einige schon massiv ab. Ich hätte mal kurz aufs Starterfeld gucken können. Holy smokes, die Beschleunigung. Die ist ja absolut verrückt und ich habe vergessen, die Ideallinie abzuschalten. Tut mir leid. Machen wir beim nächsten Mal. Holy smokes, wie schnell ist das Ding denn bitte? Werden wir auf der Döttinger Höhe dann entsprechend sehen, wie das Teil hier beschleunigen kann. Ja, Vorsicht. Hier wird's hügelig. Kurz auf dem Vorderreifen gefahren. Ja, und hier die schnelle Kurve, die nimmt er hier nicht so schnell. Mach mal Platz, mein Lieber. Wir müssen die 300 km/h Marke knacken. Oh mein Gott, 297 und ich knall hier voll in die Luft. Okay, eindeutig sehe ich gerade, dass ich eventuell auch die Schwierigkeit hochdrehen könnte. Wie gesagt, ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Das sind jetzt meine ersten paar. Das ist jetzt mein allererstes Mal mit der Suzuki, Kawasaki. Ich habe hier nicht geübt. Deswegen bin ich mir dann nie so sicher, ob ich da auch mithalten werde oder nicht. Hier sieht es ziemlich deutlich gerade aus. Und zwar zugunsten von uns. In langsamen Kurven, da muss man extrem aufpassen. Man ist hier nicht so agil. Bis jetzt sieht es ziemlich gut aus, also ziemlich, ziemlich nice. Ich muss aber auch sagen, die Bodenwellen, die es auf der Nordschleife gibt, zum einen die Kreideschmiererei, die gibt es hier leider nicht. Aber die Bodenwellen, es fühlt sich schon sehr, sehr uneben an, die Strecke. Ich vermute jetzt mal, ja okay, hier haben wir noch ein bisschen was. Ich vermute mal, dass sie nicht lasergescannt ist, wie in Assetto Corsa zum Beispiel, aber... trotzdem ganz gut umgesetzt. Ist ja mittlerweile bei fast jedem Game so, dass da die Strecken verdammt akkurat umgesetzt werden. Oh mein Gott. Hier ein bisschen rausgefahren.
bin auch so ein bisschen auf die Zeit gespannt. Also wir haben hier natürlich jetzt gerade keinen Konkurrenten um uns. Aber die Zeit wird interessant sein, denn wir fahren gleich mit einem Rennbike hier. Und da schalte ich mal auf schwer und dann gucken wir, wie die KI sich dort anstellt. Auf Mittel bin ich hier eindeutig mit einem gleichwertigen Motorrad überlegen, wenn es nicht gerade in Griechenland ist. Auf der allerersten Strecke, da war ich ja nicht ganz so stark unterwegs. Oh, ach verdammt! Ja, sogar gestürzt direkt bei dem Ausritt. Das ist echt ungünstig. Ja, wir haben rein von der Strecke her gut die Hälfte abgeschlossen. Ein bisschen mehr sogar schon. So, das wird jetzt lustig, das Karussell. Ist aber auch interessant zu sehen, wie die Nordschleife mit dem Motorrad entsprechend zu fahren ist. Du musst natürlich extrem viel aufpassen in den Kurven. Da hast du weniger Auflagefläche. Natürlich, du bist leichter, du bist wendiger, du bist mit einem sehr viel tieferen Schwerpunkt unterwegs. Aber du musst auch aufpassen, denn die geringe Auflagefläche ermöglicht es dir nicht, so viel Traktion zu haben. Und entsprechend musst du da extrem aufpassen. So, hier die Doppelrechts jetzt. Hier geht es wieder steil bergab. Okay, der Abstand ist trotzdem ziemlich, ziemlich groß. Ja, also wenn ich das so sehe, dass man mit einem eigenen Bike hier sogar zusätzlich Credits bekommt, das ist ja natürlich umso geiler. Dann können wir eventuell sogar und die jeweiligen Bikes immer holen. Ah, hier vorsichtig sein. Da gibt es Bodenwellen. Die können einen ganz schnell aus der Bahn werfen. Na, Vorsicht! Ach, verdammt. Kaum kommst du hier aufs Gras, schon fällst du hin. Das ist sehr schrecklich. Habe ich diese eine Abseitshilfe an? Ich weiß es gerade gar nicht. Die schützt dich ja so ein bisschen, wenn du neben der Strecke bist, davor zu stürzen. So, jetzt mal kurz hier schön durchstarten und wieder runter. So, und gleich geht's auf die Döttinger Höhe. Dann können wir hier richtig, richtig, richtig beschleunigen. Das ist dann der große Vorteil von einem Motorrad. Du hast so wenig Gewicht und du kannst hier so schnell auf der Geraden sein. Das kriegst du mit kaum einem Straßenauto dann hin. Einem bezahlbaren Straßenauto, sagen wir es mal so. Los geht's. Das wird jetzt ein Höllenritt. Jetzt haben wir die 300 definitiv geknackt. 350 könnte hier eventuell auch nochmal gehen. Jawohl, 356, 360 sogar. Und ich gehe mal hier ein bisschen vom Gas runter. Ja, manchmal benutze ich Terminologie von Automobilen, ich weiß. Vom Gas runtergehen. Oder manchmal sage ich, aufs Gaspedal treten. Tut mir leid, wenn ich mich da verhaspel. So, die letzten Kurven. Und alter Schwede, die Zeit ist schon mal ziemlich stark. Trotz zweier Stürze, oder drei, eine 7 Minuten 30 hingelegt. Da kommen viele Supersportwagen nur hin, wenn man sich wirklich streckt. Also, da kommen nur die Entwicklungsfahrer wirklich so nah dran. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Zeit vom Radical, der fährt 6 Minuten 48 hier. Ah, und alle sind die Kawasaki Ninja gefahren. Ach, nicht alle. Einige sind auch das Modell ohne dem schönen R-Zusatz gefahren. Und dann würde ich sagen, jetzt gucken wir mal, wie das mit einem Rennbike aussieht. Jetzt gibt es die Nordschleife in 6 Minuten. Naja, gut. Das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben. Nee, aber ich bin echt gespannt, wie es hier aussieht dann
vielleicht 6 Minuten 40, 45. Das wäre auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall extrem, extrem krass. So, geliehenes Motorrad. Was ich übrigens so ein bisschen schade finde, das ist auch ein bisschen komisch und ich frage mich, warum das so genau ist. Jetzt nehmen wir uns mal die Honda mit, R1. Jawohl, wir gehen direkt aufs Volle, aufs Ganze. Was ich so ein bisschen komisch finde, bei Rennoptionen kann ich jetzt nicht einstellen bei der Strecke, ob ich eine, zwei, drei oder vier Runden oder so will, sondern ich kann es nur in einem bestimmten Abstand machen. Das ist vor allem bei der Nordschleife dann ein Problem, weil ich habe mir gerade überlegt, okay, zeigst zwei Runden mit der Nordschleife, sagen wir mal mit der Kawasaki. Habe ich zum Glück nicht gemacht, denn wir waren ziemlich deutlich schnell. Schneller als die KI. So, hier mal die Motorradinfo abrufen. Wie viel PS? 210, aber dafür auch bei einem extrem niedrigen Gewicht, oder? Nehme ich jetzt mal an. Ja, aber das ist natürlich blöd, ne? Wenn du dir überlegst, okay, zwei Runden machst du dann schön und dann geht es halt nicht. Aber gut, ist eine Kleinigkeit, finde ich nicht so schlimm. So, und hier sind sogar die Scheinwerfer aufgeklebt. Alter, ich freue mich, mit dem Teil zu fahren. Ich frage mich, warum es keine MotoGP-Bikes gibt. Vielleicht fehlt da die Lizenz, dass man es auch hier verwenden darf. Das gibt es ja bei Formel-1-Autos. Jedes Spiel, was nicht die offizielle Formel-1-Lizenz hat, darf maximal von jedem Jahr ein Formel-1-Wagen beinhalten. Oder ich glaube maximal zwei vielleicht. Weil ich erinnere mich an Forza, da gibt es den 76er Ferrari von Lauda und McLaren von Hunt. Aber ansonsten darf, glaube ich, von den letzten Jahren zumindest nur jeweils ein Modell da sein. Deswegen gab es in Gran Turismo zum Beispiel den Ferrari von 2007, den von 2010, aber nicht zum Beispiel den McLaren oder sowas. So, jetzt geht's ab auf die Rennschwierigkeit schwer. Und dann geht's hier mit, ja, ich würde sagen, mit einem sehr, sehr schnellen Starterfeld in ein schönes Rennen. Alle haben eine R1-Klasse Boliden. Ja, aber keiner hat hier irgendwie die Leistungspunkte gekennzeichnet. Und hier kann man wahrscheinlich wesentlich mehr einstellen. Ja, schon. Direkt geht es da bei den Federn zu mehr Auswahlmöglichkeiten. Hier beim Getriebe kann man natürlich auch sehr viel mehr direkt einstellen. Und hier den Lenker, den kann man ebenfalls einstellen. So, dann würde ich sagen, Rennen starten. Ich habe, glaube ich, auf schwer geschaltet, oder? Wir sind aber trotzdem extrem schnell unterwegs. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ja, die Kollision habe ich vorher gesehen, aber ich habe natürlich versucht, dem entgegenzuwirken. Manchmal reagiert die KI, wie auch in Valentino Rossi The Game, nicht auf einen. Das macht den Nervenkitzel nur umso spannender. Oh mein Gott. Oh, shit. Fast abgeflogen. Ja, da muss man echt aufpassen. Auf den Geraden können die gut mithalten. Oh mein Gott. Auf dem Vorderreifen. Und wir kriegen die Rechtskurve noch heile hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bloß nicht groß aufs Gras fahren. Das kann echt ins Auge gehen. Und nicht nur ins Auge, sondern auch ein bisschen mehr könnte da passieren. Kurze Berührung. Und wir leben noch. Die Nordschleife ist, auch wenn es nicht unbedingt meine absolute Lieblingsstrecke ist, ich habe es ja schon gesagt, da gibt es ein paar, die ich mehr mag. Das ist schon eine faszinierende Strecke, was für schnelle Kurven ihr hier habt. So ein 24-Stunden-Rennen würde ich hier aber, glaube ich, echt ungern fahren, denn dafür wäre mir die Strecke einfach ein bisschen zu unsicher. Über 20 Kilometer lang, wie lang da die Wege bis zur nächsten ärztlichen Versorgung sind, zur nächsten professionellen ärztlichen Versorgung, kann man sich ausrechnen.
Aber auch auf schwer scheinen wir hier gut unterwegs zu sein. Es sei denn... Ich würde es zurücknehmen, wenn die KI hier plötzlich langsamere Bikes hat. Aber unsere Zeit... Auf die bin ich gespannt. Darum geht es mir auch heute so ein bisschen. Ja, und beim zweiten Mal Nordschleife, da bist du direkt wieder ein bisschen mehr drin. Ich habe jetzt die Ideallinie wieder nicht abgestellt. Tut mir leid, ey. Ich werde mir auf jeden Fall merken, dass ich das machen muss. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern, für die nächsten Folgen die hier abzustellen. Alter! Keine Traktion bekommen. Aber ist hier vielleicht auf der Strecke vor allem gar nicht mal so schlecht, zwei Runden eine Ideallinie zu haben. Ja, aber auf Strecken, die ich bereits kenne, Manicur, Monza oder so, da werde ich definitiv die Ideallinie abstellen. Nur für gänzlich neue Strecken, da werde ich sie mal kurz zuschalten, um auch die Strecken so ein bisschen zu erlernen. Oh nein, fast wieder an der Stelle abgeflogen. Ja, die Kurve kriegt mich immer wieder. Mit einem Auto ist es kein großes Problem. Da kannst du dich ein bisschen weiter raustragen lassen vor der Rechtskurve, vor dem Rechtsknick. Hier bekommst du aber richtig, richtig Probleme damit. Ich muss sagen, das Teil fühlt sich wieder wesentlich geiler noch an. Also, da merkt man einfach, das ist eine Rennmaschine. Ja, und was die ganzen MotoGP-Fahrzeuge angeht, warten wir da nochmal ab. Vielleicht kann man durch den Rennumbau, das ist mir gerade aufgefallen oder eingefallen, vielleicht kann man da durch den Rennumbau so ein bisschen die MotoGP-Fahrzeuge nachbilden oder vielleicht sogar 1:1 die Vorbilder haben. Das wäre natürlich super. Warten wir mal ab. Die MotoGP ist sowieso, glaube ich, nicht so extrem kritisch immer mit den Lizenzen wie die Formel 1. Die probieren ja wirklich irgendwie die Lizenz... Weiß nicht, die sorgen sich so sehr um alles, was die Formel 1 betrifft, dass es schon fast nicht mehr lustig wird, irgendwie mal Videos auf YouTube oder so zu gucken dazu. Während die MotoGP halt echt einen megamäßig geilen Approach zu den Zuschauern hat. Also wirklich, wie viele Videos die schon so früh auf den sozialen Netzwerken hochgeladen haben. Das war halt schon geil. Schon damals, als sie damit angefangen haben. Und das ist es immer noch. Die Formel 1 zieht jetzt so ein bisschen nach, aber wie gesagt, da finde ich die MotoGP einfach tausendmal besser. So, und wir werden wahrscheinlich nicht in die Region 650 kommen, was ich so ein bisschen prophezeit hatte oder fast schon befürchtet hatte. Sondern wir sehen, dass die Rennbikes so ein bisschen schneller sind, aber auch nicht viel schneller, wie es aussieht. Trotz wesentlich besserer Kurvenlage wahrscheinlich. Nicht ganz so hohe Endgeschwindigkeit nehme ich jetzt mal an. Ja, das Getriebe ist kürzer übersetzt. Das könnte man für die Döttinger Höhe ein bisschen länger übersetzen. Man hat auch nur 6 Gänge. Ja, 320, da ist Schluss. Die Zeit, ja, 325. So ein bisschen leidet das Ding auch natürlich darunter. Und mit 290 die Kurve genommen. Alter Schwede. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein Gott. So, ganz vorsichtig durch das letzte Geschlängel hier fahren. Und
Ich erinnere mich gerade nicht mehr genau an die Zeit mit der Kawasaki, aber das ist eine ziemlich ordentliche Zeit. 7 Minuten 11, 7. Ich glaube, da gerade eben sind wir eine 7:30 oder so gefahren. 7:34. Irgendwas in der Region. Auf jeden Fall ist das schon mal eine recht ordentliche Zeit. Nehme ich jetzt einfach mal an. Deine schnellste Runde. 7:11:7. So, dann wäre es natürlich geil, jetzt eine globale Bestenliste zu haben. Ja, ich glaube, da werde ich nicht lange vorne bleiben. Aber jetzt ganz, ganz kurz vorm Release, unmittelbar vorm Release, hätte ich vielleicht eine Chance auf die Top 10 oder so, wenn es sonst niemand spielt. Ja, dann vielleicht sogar auf den ersten Platz. Wer weiß. Sobald irgendjemand anderes spielt, wird es schon kritisch. Also, ihr Lieben, das war die Nordschleife. Wir haben heute zwei Runden auf der Nordschleife gesehen. Und ich muss sagen, wie gesagt, das Spiel, das habe ich ja schon in der ersten Folge kurz anmerken lassen, das Spiel ist schon sehr, sehr geil. Also ich finde, vor allem nach VR The Game merkt man so ein bisschen auch den Fortschritt dann natürlich. Und ich muss auch sagen, ja, gefällt mir super. Also die Streckenauswahl, die haben wir schon beim letzten Mal gesehen, die Motorradauswahl auch. Da gibt es so viel. Ich glaube, da ist für jeden einfach was dabei. Es ist einfach, wie ich es gesagt habe im Intro, es ist Gran Turismo für Motorradfans. Und das finde ich eben ziemlich gut. Framerate ist auch besser geworden und ja, da gibt es eigentlich von mir jetzt nichts groß was zu bedenken. Milestone arbeitet da auch konsequent an den Fehlern, die es bei den Vorgängern gibt oder bei Vorgängerspielen allgemein. Und das merkt man. Und deswegen finde ich Ride 2 ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich geiles Ding. Und ich kann jedem mal empfehlen, zumindest mal reinzuschauen in das Game. Ich weiß nicht, gibt es eine Demo? Wäre natürlich super, wenn es eine gibt. Und jo, wir sehen uns entsprechend beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, eure ganzen Fahrzeugwünsche und Streckenwünsche in die Kommentare. Ich schaue mir das Ganze dann an. Falls ich nicht hinterherkommen sollte, entschuldigt dies, aber ich kenne das von Forza Horizon 3. Da gibt es meistens einfach so viel mehr Wünsche, als du Folgen machen kannst. Das heißt, wenn ihr irgendwie 30 Motorräder jetzt unter den ersten zwei Videos habt, dann dürfte es klar sein, dass ich da nicht 30 Motorräder in die nächste Folge mit reinnehmen kann, sondern dass ich dann irgendwie pro Folge ein oder maximal zwei Motorräder abarbeiten muss. Vor allem hier brauchen wir auch die Credits und deswegen wird es auch noch einen Ticken länger dauern, denn die Motorräder, die du dir leihen kannst, so jetzt immer sauber ausgesprochen, die sind auch nur begrenzt. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ansonsten folgt der Playlist und dem Channel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!